So. Bauch voll. Toll. Ja. Jetzt kann der alte Mann wieder anständig Kilometer abreißen. Und die Sonne ist auch schon aufgegangen. Was will man mehr? Jemand in der Nähe? Nö. Gut. Dann werden wir mal die Tour zu Ende fahren. Passt doch. Mal eben gucken, ob jemand angerufen hat. Nee. Sehr gut. So gefällt mir das. Ja, man sollte beim Fahren nicht mit dem Handy spielen. Denk dran. Handy in der Hand, kassiert die Polizei gleich Pfand. Da hinten haben wir eine Werkstatt. Das waren ja neue Ausrüstteile, ne, oder? Wieso ist der dann wieder an? Wie ging der jetzt wieder aus? So ging der aus. So. Ach ja. Schon mal wieder rot. Mal gucken, wenn wir uns ranschleichen. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir die bei grün erwischen. Ja, war mir klar. Wahrscheinlich genau in dem Moment, wo ich stehe, schaltet sie um. Da. Was habe ich gesagt? Das ist immer so. Selbst im richtigen Leben. Jedes Mal dasselbe mit den Ampeln. Die mögen mich nicht. Heißt, ja, dürften wir in Nevada sein. Irgendwie, irgendwo, irgendwie, da so, in der Gegend. Keine Ahnung. Also bis ich das wieder raus habe, immer meine Spur richtig zu halten. Habt ihr die Kakteen gesehen? Die sahen ja gerade mal toll aus. Dieser Kakteenbusch da, Kakteenhain. Da kommt einer. Ja, und das ist auch das Schöne am Multiplayer. Man grüßt sich, wenn man sich sieht. Egal aus welchem Land man ist.
egal welche Hautfarbe. Oh, muss ich gleich erstmal Luftfilter kontrollieren lassen, ob ich da nicht so einen Busch drin hängen habe. Ich habe mal schnell aufs Navi geguckt, ob ich noch richtig fahre. Ich guck die ganze Zeit aus dem Fenster in die Gegend rum. Wo ich dann an der Ausfahrt vorbei war, denke ich, guck doch mal, ob du überhaupt noch richtig fährst. Nein, wir sind noch richtig. Wunderbar. Alles gut. Kein Problem. Ich müsste wieder schlafen. Dann sind die Aufträge wieder weg. Da stand ein Polizeimotorrad. Wo ist der Polizist denn? Auf jeden Fall wäre ich jetzt so schnell gewesen, hätte es Geld gekostet. Kann man von ausgehen. Was eine geile Strecke. Bergauf, bergab, bergauf. Eine Kurve. Schafft man das mit der Geschwindigkeit? Ja, ne? Eigentlich schon. Braucht man sieht überhaupt nichts. Langsamer. 40, habe ich mir gedacht. Na komm, jetzt ist zu spät. Verpasst. Mist. Klasse. Ja, hier kann man schon mit dem Tempomat arbeiten. Ach, wenigstens mal vernünftige Autobahnumfahrten. Da fährt noch einer. Ach, schau an. Seht ihr na wieder den blauen Punkt? Das ist der andere Spieler. Hätte ich jetzt einen Kollegen dabei, wäre der Punkt grün. Also, den ich in der Freundschaftsliste habe. Bei Steam.
Das sind dann halt die Vorteile. Dafür muss man auch seinen Steam-Account preisgeben. Sag ich mal einfach so, weil das miteinander verknüpft ist. Lass mal fahren. Wenn er meint, er müsste schneller fahren. Auch nicht so schlimm. Ja, 5 Meilen könnte ich ja noch zulegen. Aber ich muss ja eh runter. Was noch ein schönes Gimmick in dem Spiel wäre, dass man aussteigen kann. Zum Beispiel, wenn man Pause macht, kann dann in ein Restaurant gehen, kann was essen. Das wäre noch eine gute Sache. Wisst ihr, wenn man dann am Rastplatz ist oder Tankstelle, stellt das Auto hin, muss sich dann außen neben das Auto stellen. Zum Tanken. Muss dann quasi in eine Tankstelle reinlaufen, bezahlen. Oder halt, wenn man Rast macht, wenn man parken in so einem Hotel, entweder Hotel oder auf dem Rastplatz, dass man dann wirklich aus dem Auto einsteigt. Einsteigt, ja. Aus dem Auto aussteigt. Und oh, der leckt ein wenig. Warte mal. Er hat sich bedankt. Sehr nett. Dem guten Ping. Wundert mich eigentlich, dass Alex war. Ja, wunderbar. Er muss auch wiegen. Ja.
passt doch. Keine Strafe. Ja, das haben die wahrscheinlich schon so gemacht, dazu. Wirklich. Nicht zu viel Gewicht hast, wenn du von dem einen zu dem anderen Staat fährst. Es ist halt so, in Amerika hat halt jeder Staat seine Vorschriften. Wie viel Gewicht du fahren darfst. Das kann sein, in dem einen Staat darfst du 10 Tonnen mehr fahren als in dem anderen. Einfach mal so. Da musst du immer aufpassen, wenn du über die Grenze fährst, was haben die als Gewichtsvorgabe? Da kannst du mal ganz schnell ganz schön auf die Nase fallen, wenn sie dich dann anhalten. Und da steht wieder Motorrad-Schupo. Das wusste ich doch. Blitz, Blitz. Ja, ist doch noch eine ganze Ecke. Ich dachte, wir sind schneller da. Naja, egal. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ich bin mal gespannt, wann es andere LKWs gibt. Ja, den hier, den LKW gibt es jetzt auch noch von Peterbilt. Aber das Innenleben finde ich nicht so schön. Also die Armaturen. Das sieht alles so ein bisschen, ja, unrealistisch aus. So wie halt eben schlecht gemaltes Bild. Hier nicht runter, das ist wieder dieser komische Bug. Seht ihr? Gut, dass ich das noch schnell genug gesehen habe.
Ja, ist ja richtig was los heute. Das lohnt sich ja richtig. Jo, da war ein PKW. Ihr habt richtig gesehen, ja. Man kann auch PKWs in dem Spiel fahren. Einmal PKWs als Begleitfahrzeuge, die zum Beispiel Schwertransporte begleiten. So wie wir es hier gewohnt sind in Deutschland, wenn dann nachts die Schwertransporte fahren, fährt dann PKW mit rüber. Nur hier sind es PKWs und keine Kleintransporter. Kann man halt mit mehreren Leuten, dann einer fährt vor, einer fährt dahinter als Streckensicherung. Wir sind fast da. Noch einmal grün. Passt. Sehr schön. Jetzt haben wir nicht mehr grün. Ja, schade, die Kumpels von mir haben im Moment nicht so viel Zeit, um mitspielen zu können. Sonst könnten wir mal zu zweit, zu dritt. Wäre auch schön. Oh. Macht dann alles noch ein bisschen mehr Spaß. Ja, die haben es hier auch mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen. 65, so. Die Kurve, 65, genau. Das ist genau wie in der Eifel. Da fährst du auch auf der Kurve zu, da steht da ein 70er-Schild. Dann fährst du mit 40 um die Kurve, bist schon am Kämpfen, dass du rumkommst. Und dann fragt man sich, wie schafft man es hier mit 70 rumzukommen? Ah, Baustelle. Ja, schau an. Oh, grün. Wunderbar. Die Ampel mag uns. Hier ist einer mal abladen. Ah, guck mal. Hat da jemand seine Fracht weggebracht? Ich muss auch hier hin. Nee, ne? Muss ich warten, bis der abhaut. Jetzt komme ich da nicht rein. Ah, er fährt weg. Wow. Scheiß Leitplanke. Jetzt habe ich mich festgefahren. Komme ich nicht von los.
Also das ist jetzt ein bisschen doof. Weil hier siehst du nämlich gar nichts über den Spiegel. Gott, ist doch gut wie gar nichts. Ich mach mal... Nein. Die Außenansicht. Dann weiß ich wenigstens, wo ich hinfahren muss. Hier muss ich ran, ne? Ich habe ein Problem. Ich habe keinen Platz zum Rangieren. Ganz selten, dass ich so fahren muss, aber manchmal muss es einfach. Erstmal muss ich überhaupt da rein. So. Gerade fahren kann ich immer noch. Bisschen hin und her. Hauptsache, ich bin erstmal von der Straße weg, ne? Denke ich mal. Und da habe ich noch ein bisschen Platz zum... Hui! Das hätte schon gepasst. Nee, machen wir aber nicht. Ihr kennt mich ja. Jetzt wird schon. Ich mag zwar diese Ladeplätze nicht, aber wenn man haben, haben wir. So, ein bisschen vorn, dann müsste das doch passen, ne? Komm. Was ist denn da? Will er denn nicht? Bin doch eigentlich genau richtig. Noch besser geht doch gar nicht. Das sag ich doch. Ist wieder ausgegangen. Obwohl eigentlich grün ist, ne? Jo. Na also. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Level 14. Ist das nicht schön? So, jetzt können wir hier einen weiteren.
So. Anwenden. Zack. Und der war neue verfügbare Ausrüstteile. Wow. Für den W900, für unseren. Wow. Auch für den W900. Hoch. Rainbow-Lackierung. Ja, die ist für den anderen. Doch, auch für den. Stripe. Find able. Oh, gut. Neue Reifen. Okay. Machen wir nochmal. Fahren wir zur Werkstatt? Ja, ne? Genau. Oh, Musik umdrehen. Gut. Kein Thema. Nö, will ich jetzt nicht angucken. Ich möchte eigentlich verschwinden hier. Problem ist, ich weiß nicht, ob die Ampel rot, grün oder gelb ist oder weiß der Kuckuck. Mal schauen, ob jemand kommt. Aber ja, mal sehen. Nee, kommt keiner. Dann könnte das passen. Na komm, rum. Ich habe noch auf Navi geguckt. Ich hätte sehen müssen, dass da die Abladestelle ist. Ich bin vorbeigefahren, weil ich blind bin. Jo, das Schild war auch nicht schlecht. Trinke, fahre, verliere. Sagt eigentlich alles, was man wissen muss. So, waren wir den Werkstatt. Könnten wir eigentlich mal auf den Dings gucken, ne? Kann ich ja nicht mal fahren. Ich hoffe, das passt so. Ja, schon wieder Motorrad. Wie nett. Tanken, ja. Bei Gelegenheit. Ach, da hinten ist eine Werkstatt. Schön grün bleiben. Dann tue ich dir nichts. So, mal gucken. Die müsste jetzt direkt hier hinter sein. Da ist die Werkstatt. Wunderbar. Wunderbar. Wir wollen jetzt nicht schlafen, wir wollen ja ein wenig Reparatur machen. Ja genau, Reparatur müssen wir auch. Bleib stehen. Ja, Reparatur müssen wir auch haben. Machen wir das nämlich zuerst. Dann gucken wir mal. Was sagt er denn? Reifen 14%, 1%, 2, 2, 2. Ja, lass mal reparieren, komm. Obwohl, wenn ich jetzt was ändere, hab ich... Stopp mal eben. Machen wir anders. So. Genau. Dann mache ich mal eben hier Pause. Nicht Pause, sondern Aufnahme Ende, Aufnahme Start.